So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. Wartet mal eben. Kurz einstehen, so. Es geht sofort weiter. Weitere 15 Minuten oder ungefähr über 10, zwischen 10 und 15 Minuten voller Spannung mit Viper bzw. Küstchirk oder BM26. Mein Spitzname ist Viper, ihr könnt mich auch Viper nennen. Was benötige ich denn jetzt? Eigentlich gar nichts. Das sind die starken Waffen. Okay, den Knife jetzt nicht wirklich, aber... So. Moment mal. Da tropft Wasser raus. Wir haben einen Schlauch. Ja, okay, wir haben das Feuer gelöscht. Wir können da rein. Was war denn hier? Ach, das ist Knopf. Gucken wir uns mal die Map an. Ja, langer weiter Weg. Langer weiter Weg. Los, da oben hängt ein Polizist drin, lol. Nein, wir benötigen kein blaues Kraut. Ich sehe, dass ein Vieh hinter mir ist. Servus. Viper? Boah, schieß doch! Lol, Viper? Moment. Einen Blick, Leute, wir stoppen mal eben die Aufnahme. Wer jetzt hier in den Channel gekommen ist, kriegt einen Kick von mir. Ich weiß nicht wer. Ups. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Ups. Warum geht die Aufnahme nicht los? Also, hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Quest Joker oder BM26, beziehungsweise Viper meldet sich zurück. Heute mit Gastkommentator, der mich gerade gestört hat, Surround. Ja, Surround sieht mein Bildschirm bestimmt gerade. Oh, warte, ich Surround, ich hab voll... Ah! Nein! Fuck! Surround bringt Unglück, schon springen die Viecher mich an. Moment, Leute, eben Pause machen, zu Round muss mein Bildschirm sehen. Hier, siehst du da? Mhm. Siehst du da, wo Pause steht? Ja. Normal, hier, ne? Hier hab ich gerade angegriffen. Wegen dir. Weil ist die. Was? Da liegt. Eben den Sound vom Headset auch lauter stellen. Das wird eigentlich. Das ist eine gute Grafik. Ja, ja. Viele von 1900 haben immer gute Grafik. Oh, wo müssen wir hin? Was ist das hier? Leute, wir werden das erkunden. Surround ist der CSS-Pro. Ich schreibe seinen Accountnamen von CSS, schreibe ich nachher in die Beschreibung, den könnt ihr adden. Das ist die Haigeburt. Hier ist eine Schießerei. Oh, der hat jemand erschossen. Lol. What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated. Okay. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Okay, der hat einen eiskalt abgeknallt. Da erinnere mich an Surround, der würde auch Leute eiskalt abknallen. Das war eine kurze Memo. Not now, I'm busy. An den dürfen wir nicht dran. So, was ist denn hier? Da liegt eine Fernbedienung, die wir nicht benutzen. Schon wieder eine Memo. Okay, da stand Report, nicht Memo, aber ich nenne es trotzdem Memo. So. Was ist jetzt los? Oh, ein Video. Escape to the SQA. Was? Will ich mir nochmal angucken.
Was soll ich bitte schon aus diesem Video erfahren? Sag mir das mal so warm. Hm? Steht noch nicht mal eine Zahl irgendwo. Okay. Was müssen wir hier machen? Umbrella Security Hazard locked. Okay, bla 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 bla. Passwort. Passwort? Passwort? Okay, wir gucken uns den Werbespot nochmal an. Zum 5. Mai, glaube ich, oder zum 4. Wo steht da bitte ein Passwort? 3? Nein. Aquacure? Stift. Ach, jetzt habe ich Quaqua geschrieben, lol. Moment, lol. Lol. Ja, lol. Moment. Da. Aquacure, okay. Oder Free, eins von beiden ist das Passwort. Denke ich mir mal. Wenn wir schon Wörter eintippen müssen und da eine Werbung kommt. Umbrella Security System, bla bla bla. So. Aqua, wo ist das A? Da. Cure. Ja. Was das falsch hoffe, ist richtig. Ah, was ist also richtig? Hätten wir nie dran gedacht, nicht was Round? Nee, nee, nee. Los. Okay, der ist Round etwas leise, aber er hat keine Ahnung von diesem Spiel. Er wollte einfach nur... Doch, das spiele ich auch 20 Jahre. Ja, ja. Das Spiel ist noch nicht mal 20 Jahre alt. Nein, ist nicht. Doch, wie das ausschauen. Ja, 15 Jahre. Naja, ich war 2 Jahre so lang. Oh mein fucking Gott. Was liegt hier für Munition und ich kann nichts mitnehmen? Ich bin jetzt sowas von neidisch, Alter. Ich brauch Muni und kann nichts mitnehmen. ja, super. Munition und kann nichts mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall... Natürlich. Leute, wir werden nachher diesen Raum nochmal betreten, weil diese Muni ist doch einfach nur göttlich. Schwöre. Schwöre, wirklich, ey. Ja. Ich muss die wohl mixen, dann anders geht's nicht. Ja, ich bin richtig dumm. Ich hätte eigentlich vorher das Rote nehmen sollen, bevor ich dieses Chocobo genommen habe. Jetzt habe ich noch einen Gunpowder Red. Naja, lässt sich nicht ändern. Da müssen wir zweimal Pistolenmuni da lassen. Ich werde versuchen, die später zu holen. Episches Video. Kurz Ruhe müssen wir geben. Okay, Zombies laufen auf mich zu. Und Nikolai schreit. Und da kommen die Viecher. Wie viel sind das? Ah, deswegen haben wir die Munition gefunden. Kickt euch, geht zur Hölle. Oh mein Gott, sind die dumm, die laufen das in das... in den heißen Dampf. Okay, der hat mich sehr viel gebracht. Wir laufen immer noch weiter. Fall um! Alle Viecher tot. Gut. Alle Homos sind tot. Hoffen wir mal nicht, dass Nemesis auftaucht. Den willst du Round nicht kennenlernen, den Nemesis. Nicht? Nein, willst du nicht kennenlernen. Warum? Das sind noch mehr Zombies. Weil der Typ hässlich ist, der ist ungefähr so 2,30 Meter groß, ich laufe in die Zombies rein, das ist typisch für mich. Wie groß ist der? 2,30 Meter, bringt Leute um, ohne Grund. Ah, Zombie, nein, schon wieder reingelaufen. Hat so einen coolen Trenchcoat an. Hat so einen Überbiss, der ungefähr, sein Kiefer beträgt 30 cm ungefähr. Und lässt einen so komischen Aalviecher in einen, durch den Hals gehen. Ah. Um die zu töten. Ist doch mal spannend.
Jetzt Überlegung, soll ich zurückgehen durch die ganzen Zombies, nachdem ich meine Medikit, mein Medikit verschwendet habe und die Muni holen? Werde ich nachher offscreen versuchen. Hab keinen Bock jetzt zu failen. So wie in Counter-Strike. Übrigens, also geht in die Surround-Fangruppe rein. Die ist cool. Ja. Komm, ne? Nee, die ist wirklich cool. Ich weiß. Aber nehmen wir noch ein blaues Kraut mit, wenn wir jetzt seit in Safe Room ist. Wir müssten jetzt, glaube ich, alles haben, um zurück zum Trolley. Also zur Straßenbahn, oder was das sein soll, zu gehen. Nein, bitte nicht Nemesis. Nein! Scheiße! Nein! Okay, dumm ist aber auch. Er schlägt die Rohre weg. Nein! Lass mich in Ruhe! Okay, perfekter Punkt für einen Schnitt. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Nächstes Mal vielleicht mit Surround, aber sehr wahrscheinlich nicht, weil ich keinen Bock habe, wieder nachzukommentieren. BZW. Da ich den Ton nicht höre und dann nachkommentieren muss. Nein, Viper. Definitiv. Warte mal. Boah, wie viel Zeit habe ich überhaupt schon 10 Minuten aufgenommen? Nachdem ich bei meiner Aufnahme gestört wurde. Ich habe noch nicht mal 10 Minuten aufgenommen. Bleiben wir also noch 6 Minuten. Okay, dann haben wir doch noch Zeit. Oder ich... Ah ne, ich muss ja den Teil schneiden mit dem, was vorhin passiert ist. Dann mix ich jetzt eben die Sachen zusammen und mach dann einen Cut. Loading Tool, da haben wir es ja. Hab jetzt lauter Kram hier mit mir und weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich sehe nur, dass ich 55 Shotgun-Schüsse habe und da bin ich richtig stolz drauf. Aber so richtig. Aber wir machen jetzt hier mal einen Cut und sehen uns im nächsten Part zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. Bis dahin, tschüss, Liebe, es lädt, deswegen ziehe ich meine Stimme in die Länge. Und jetzt sind genau 10 Minuten. Tschüss, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.